Willkommen bei Yvonne Haut die Maus raus. Wir machen ein Video diesmal zu dem Thema Shopping in Niederlande und zwar Food Hall Shopping. Wir haben meine Freundin, die Irene von Irenes Boxen, Welt und Meer besucht und sie wohnt immer nah an der Grenze und dann bietet es sich immer an, bei Backhus, glaube ich, heißt der Laden, einfach vorher shoppen zu gehen. Es war ganz süß. Es ist diesmal ein gemixtes Video, weil es ist einmal hier Shopping pur und gleichzeitig testen wir ein paar Produkte, weil ich hier gesagt habe, wie geil ist bitte dieser Laden. Der hat auch Sachen, die zum Beispiel in Vernasche die Welt sind, in diesen Boxen sind. Und da habe ich gesagt, komm, Leo und ich, wir machen jetzt hier noch gleichzeitig so einen Food-Test von diesen Sachen. Es sind wirklich identisch, die Produkte, beziehungsweise welche, wo ich, die ich auch in so Boxen drin habe. Ich würde sagen, wir starten mit diesem Video und es geht einmal jetzt normales Lebensmittel. Und zwar gab es die für 7,99 € im Angebot. Die brauche ich für die Arbeit, also für meine Arbeitskolleginnen, für die Senseo-Maschine. 100 Stück sind da drin. Die gab es dann auch noch mal einmal in der Variante Regular. Und für uns selber zu Hause, das hier haben wir viermal gekauft. Das ist Melitta Barista Kaffee. Ich meine, der lag auch bei 7,99 €. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Wenn es nicht richtig war, schreibe ich es einfach mal nochmal drunter. Gut, dann, wie gesagt, den habe ich mehrmals. Wo ich mich mega drüber gefreut habe und ich die auch unglaublich finde im Geschmack. Und da kommen wir zu Vernasche die Welt. Die Oreo-Kekse bzw. auch House of Sweets hat sowas. Das sind die Wafer Rolls mit Oreo. Die gibt es einmal in der Variante Weiß, also so Vanillegeschmack, und einmal in Schokoladengeschmack. Und da habe ich gedacht, das können wir auf jeden Fall nutzen. Willst du es testen? Willst du es probieren? Weil sowas ist extrem, also sowas gibt es wirklich dann auch in diesen, ich sag mal, Shops. Und deswegen habe ich mich einfach mega gefreut. Die sind immer hier so einzeln verpackt. Und ich kenne eben bei uns hier in der Ecke gar keinen Laden, der tatsächlich so welche Produkte drin hat. Und deswegen freue ich mich einfach mega. Ja. Sieht dann im Ganzen so aus. Ihr seht das mit so einer kleinen Füllung. Leo lächelt und Däumchen nach oben, ne? Die sind so unglaublich lecker. Also Irene, falls du jemals mich besuchen kommst, mal wieder, dann bring die da mit. Am besten noch mit Vanille, die sind so geil. Die habe ich mir natürlich zweimal dann gekauft. Dann habe ich für unseren Sohn einfach, das war jetzt nicht wegen des Preises, sondern einfach um was im Schrank zu haben, zwei verschiedene Yum Yum Nudeln, finde ich auch ganz süß. Schmeckt auf jeden Fall mega lecker. Ein typisches niederländisches Produkt ist dieses hier. Das habe ich schon, wie wir im Center Park früher in Dänemark war, in Niederlanden waren, habe ich das gekauft und seit Jahren. Und immer wenn wir in die Niederlande fahren, sage ich, kauf das bitte. Das ist so unglaublich. Die sind richtig lecker. Leo, was sagst du dazu? Super, da macht er sogar doppeltes Däumchen. Ja, die sind auf jeden Fall einfach aufs Brot drauf. Braucht ihr noch ja, schon ein bisschen Butter, damit sie halten, aber nicht so viel, ne? Gut, was haben wir denn jetzt noch hier drin? Ich muss ein bisschen, im Angebot war einmal Kass, und zwar der Pikantje von Antje. Sowas mag ich sehr gerne. Den gab es tatsächlich auch direkt da zum Probieren. Ob das einem schmeckt, fand ich eigentlich ganz gut. Und deswegen haben wir den mitgenommen. Da kann man zum Beispiel, auch wenn man so ein Riesenstück hat, einfach Käsespieße mit Trauben machen und so. Mega lecker. Gut, das nächste, was wir dabei haben, ist Flame Spicy. Und zwar sind das von Pringles. Die waren unterschiedlich. Es gab welche, die kosteten Pringles-Packungen, die kosteten nur 2 Euro. Hier, das weiß ich jetzt nicht, ob es einer der teureren oder einer der billigeren ist. Der Leo will mir gerade was sagen. Ah, auf jeden Fall sind die mega, mega gut. Kleinen Moment, ich muss einmal kurz schauen, was er mir sagen will. Also ich muss da einmal stoppen, sonst kann mein Sohnemann nicht dazwischen quatschen. Er meint, die kosteten 3,50 €. Die sind jetzt aber für deinen Urlaub, oder? Ja, deswegen kommen die mit. Der fährt nämlich auf Klassenfahrt ab Montag. Also ich weiß ja nicht, wann die Videos immer online gehen. Deswegen lass das zu, wenn es für einen Urlaub ist, ne?
Was ich mega witzig finde, wie geil ist das denn bitte? Und das, so welche Sachen erinnern mich unfassbar an Vernaschte die Welt, an diese USA-Boxen. Und zwar ist das mit Chili-Taco-Füllung, finde ich, also jetzt so Geschmack im Prinzip, ne? Finde ich mega. Willst du es probieren? Ja, und schon streit er. Und sowas hast du oft in diesen Foodboxen, aber jetzt so ganz, ganz kleine. Und selbst wenn es jetzt 3,50 gekostet hat, ganz ehrlich, wie viel bezahlt man pro Produkt bei diesen Foodboxen? Dann ist 3,50 auch vollkommen okay, weil du hast ja so eine Riesenpackung dann, ne? Und deswegen haben wir das gekauft. Einmal für dich zum Probieren. Boah, richtig. Die sind richtig mega lecker. Also mit Chili, ein kleiner so Kebab-Geschmack, sage ich mal. Richtig, richtig gut, sehr zu empfehlen. Es kann natürlich sein, dass es ähnliche Produkte auch hier in Deutschland gibt und ich die auch nicht sehe, weil ich eben nicht so viel, ich sag mal, selber einkaufen gehe. Aber ich habe es einfach geliebt, weil du kamst dir vor in diesem Supermarkt, als wärst du in irgendeinem US-Shop. Das war absolut mega. Gut, was haben wir denn hier noch? Was ich unglaublich witzig fand, war, dass die... Schaut mal bitte, wie geil ist das denn? Das ist eben auch sowas, was so ein typisches Produkt in diesen Foodboxen ist, aus diesen aller Welt. Nämlich von Hard Rock Café ein Mojito. Der ist natürlich jetzt mit Alkohol, deswegen kann Leo ihn leider heute nicht probieren. Aber alleine, dass der tatsächlich ein Originalprodukt von Hard Rock Café dabei ist, fand ich absolut mega. Und mein Mann, der liebt sowas und da habe ich gedacht, komm. Und dann testen wir das auf jeden Fall. Gut, was kann man immer sehr gut da kaufen? Natürlich Medizin, ohne Ende Medizin. Was auch schon, ich sag mal, angefangen ist, aber sehr, sehr cool ist. Und zwar haben die da Mentos in der Geschmackssorte Fanta. Willst du den einmal probieren? Und dann sagst du mir Bescheid. Also klar, Mentos haben wir zigtausende hier und auch mit dem bunten und so. Aber dass das hier so ein Original-Fanta-Produkt ist, finde ich absolut, absolut mega. Wie schmeckt es dir? Er ist immer so ernsthaft dabei. Voll süß. Ist schon klasse, ne? Und? Daumen nach oben, Daumen nach unten. Mittelmäßig, so ein bisschen mittelmäßig. Also das überzeugt ihn nicht ganz, aber alleine, dass sie sowas haben, finde ich mega, mega cool. Gut, was haben wir denn jetzt hier noch? Hier haben wir nochmal Spicy Flame. Das sind Barbecue-Chips, die haben wir nämlich zweimal. Und ich bin der Meinung eigentlich, dass die nur 2 Euro gekostet haben, aber ich habe jetzt auch nicht den Kassenbon. Ich schreibe euch das sonst auch nochmal unten in die Kommentare. Und das ist so ein bisschen scharf. Sollen wir eins probieren? Ja. Warte, jetzt verschlucke ich mich gleich an meinem eigenen Erzählen. Das ist ja deins, das ist ja für die... Probieren wir mal, wie spicy. Aber ganz ehrlich, das sieht schon so ein bisschen nach Chili-Paprika aus. Extrem, ne? Ja. Absolut, das ist mega scharf. Wir gucken mal kurz, wir haben hier auch Getränke. Lecker, ne? Sollen wir das hier probieren? Ja? Und zwar gab es dafür 59 Cent eben Chupa Chups mit Melone und Cream Flavor. Und da habe ich gedacht, sowas ist eben auch was, was in diesen Boxen ist. Deswegen, das ist so ein kombinierter Mix. Ist mit so ein bisschen Kohlensäure drin. Und das ist auch schon echt scharf jetzt. Ne? Das ist echt scharf, das von Pringles. Ich würde sagen, wir testen das einmal. Boah. Das hier schmeckt extrem stark nach Honigmelone. Also extrem stark nach Honigmelone. Absolut. Ich mag es. Also Leo macht Doppeltes nach unten. Also er findet es nicht so toll. Aber ich finde ganz ehrlich, das ist richtig, richtig geil nach Honigmelone. Total lecker. Und das Problem ist, dass wenn ihr jetzt in den Niederlanden Getränke kauft, kommt dann noch on top Pfand drüber. Und wenn man nicht so oft in den Niederlanden ist, bleibt natürlich das Pfand ist verschenkt. Aber, da bin ich jetzt ganz ehrlich, die sind trotzdem so...
günstig und so viele verschiedene Sorten an Getränken haben die da, dass ich es jetzt so mitgenommen habe. Ich hätte es auch in Deutschland mit Sicherheit irgendwo gekriegt. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal Fanta Fanta, Mentos. So, was haben wir hier? Nochmal Jump Jumps. Haben wir das nochmal? Haben wir das dreimal? Nein, das ist ein anderes. Ah ja, das ist dieses Flame Medium. Also ihr könnt einmal in der Variante Spicy nehmen und einmal in der Variante Medium. Eigentlich im Prinzip das Ähnliche. Das hier ist jetzt so ein bisschen mit dieser süß-sauren Soße. Ich guck mal kurz. Ja, Kinderlein, wir haben so viele Pringles-Packungen gekauft, weil die wirklich eine richtig geile Auswahl hatten und ich gesagt habe, komm, das muss sein. Ja, aber wir müssen mal gucken, dass wir da direkt in das Getränk hinstellen. Wenn es scharf ist, können wir was Alternatives dazu nehmen. Sieht jetzt auch nicht ganz so feurig aus, muss man sagen. Leo haut sich schon rein. Kleinen Moment. Wir nehmen einmal Lemon noch dazu, glaube ich. Einfach. Ja, Lemon? Jetzt ist es zu spät. Ja, weiß ich. Kleinen Moment. Wir müssen ein bisschen was zum Nachspielen haben. Das ist jetzt. Und er hat gerade gezeigt, wie ich ihm das zum Probieren gegeben habe, dass das mega ist. Jetzt probiere ich das auch nochmal. Hier schmeckt deutlich süß-saure Soße da drin. Das ist uns so richtig, richtig lecker. Okay, und was haben wir noch? Einmal von dieser Marke, die ist ja sehr bekannt. Das war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 1,49 hat es gekostet. Und zwar Cookies and Cream. Und sowas ist auch ein beliebtes Produkt bei diesen Vernaschte die Welt Boxen, dieses hier. Hershey's Cookies and Cream. Willst du das probieren, Cookies and Cream? Das habe ich für. Also, wie gesagt, das lassen wir zu. Das kriegt mein Sohn. Der liebt diese Firma. Der Ältere, der findet das total mega. Was ich noch besorgt habe, ist auch nochmal hier von Hardrock Café so ein Artikel. So, und dann gucken wir mal. Ich glaube, das haben wir jetzt bald alles. Wie gesagt, noch ein paar Getränke dazu und so. Aber es war wirklich. Die hatten auch ganz viele der Firmen, die ich jetzt nicht gekauft habe, auch von diesen Vernaschte der Waldboxen. Aber ich habe gesagt, so. Muss man ja auch nicht übertreiben, wenn man zigtausend Pringles-Packungen schon dabei hat. Ja, das war's von mir. Ich habe hier noch mehr Pringles. Oh, ich befürchte, das müssen wir noch austesten. Guck mal bitte, wie geil ist das denn? Ich wollte es gerade schon beenden, weil ich gedacht habe, wir haben nichts mehr. Aber es ist der Cheeseburger. Also, New York Style Cheeseburger. Leo, wollen wir das noch probieren? Ja, okay. Wir haben so um die 100 € für den ganzen Einkauf. Aber da sind ja auch die Lebens-, also die beiden Pakete für die Arbeit dabei, die müssen wir natürlich abziehen. Und der Kaffee, der ist einfach unfassbar billig. Dass, wenn du das unfassbar billig gekauft hast, du das Geld dann für andere Sachen ausgibst. Einmal Cheeseburger. Ist ein bisschen rauchig. Ist ein bisschen rauchig im Geschmack. Es wäre jetzt nicht unbedingt, dass ich sage Cheeseburger, das ist eher so ein Barbecue mit Käsearoma, würde ich sagen. Und so schmeckt das in der Art. Auf jeden Fall mega, mega lecker. Finde ich ganz gut. Noch mehr Medizin haben wir gekauft. Ich weiß nicht, was mein Mann da eingepackt hat. Ach hier, Allergie. Und Cetirizin, weil jetzt die Allergiezeiten anfangen, hatte das da reingepackt. Oder ich hier, wie heißt das hier? Apfelkraut. Also so einfach, das könnt ihr einfach aufs Brot machen. So Max haben wir noch dabei. Also im Prinzip war es das jetzt, ne? Ich hoffe, das Video gefällt euch. Es ist anders als sonst, weil ich einfach gesagt habe, das will ich zeigen. Und am schönsten ist es, wenn ich es heute mache, weil Leo morgen auf Klassenfahrt ist. Und in dem Sinne wollte ich dann nicht so lange warten mit den ganzen Süßigkeiten zum Vernaschen. Auf jeden Fall würde ich sagen, was ist denn unser Top-Favorit von all den Süßigkeiten? Ja, dann zeig mal hier.
Also das Beste, was Leo findet, ist auf jeden Fall diese hier. Diese mega, mega lecker. Die anderen aber auch mit diesem Flame, finde ich. Und schmecken auch super. Insgesamt top. Das Einzige, was ich jetzt nicht so gut fand, war eigentlich dieses Cheeseburger. Du auch? War nicht so, ne? Das war jetzt das Einzige, was geschmacklich nicht so getroffen hat. Ich kann es nicht lesen, Leo. Okay, dann sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Wünschen einen wunderschönen Tag noch. Leo winkt euch. Wir sagen Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.